Hallo, hier ist der Martin von Money Monkey. Ist das die DAX-Analyse für nun Mittwoch, den 24.08.2022? Und unser DAX, der hat sich hier zum Dienstag gedacht: Naja, wenn man mich nicht überzeugen kann, dann wenigstens ein bisschen Verwirrung stiften. Hat die rote Ampel zerlegt, dezent aggressiv, auch den einen oder anderen hier, glaube ich, auf dem falschen Fuß erwischt. Also, ich habe jetzt von mehreren schon gehört, dass sie dolle Probleme an dem Tag hatten. Ich kann es gar nicht so richtig greifen. Wir sind bei 13,190 reingekommen, sind bei 13,280 im Hoch gewesen, im Tief 13,120, also der ist 70 Punkte runter, 90 nach oben von der Eröffnung weg. Das ist eigentlich nicht viel. Und das ist eigentlich vor allen Dingen auch eine deutliche Stabilisierung. Wir hatten von Turnaround gesprochen, Turnaround Tuesday, dass der gegebenenfalls kommen kann. Vielleicht auch, wenn er hier so eine 13,170 versucht zu verteidigen. Das hat er tatsächlich getan, hat er auch schön hochgezogen, hat sogar die 270, 280 erreicht. Ich glaube, das war unsere erste Erholungsmarke. Dann 350, dann 445. Die erste Erholungsmarke erreicht. Und ich glaube, dann ist ein bisschen zu viel Optimismus bei den meisten einfach ausgebrochen. Ja, und dann hat er sich hier einfach nochmal aufs Doppelt, also aufs Tief gelegt. Hat aber noch nicht mal drunter gestochen. Also, da muss man. Ich bin etwas sprachlos von dem, was ich so auch bei uns im Chat gelesen habe. Damit habe ich nicht gerechnet. Zumal, ich sag mal, wenn ich in der Bewegung aktiv jetzt long bin, dann bin ich irgendwo im Rücklauf, vielleicht bei 200 long reingegangen, hab den Stop-Loss und irgendwie bin ich eigentlich noch in der einen Position drinnen, die sich hätte angeboten. Also, ich weiß es nicht. Vielleicht war die Positionsgröße bei den meisten dann zu hoch oder zu viel, aber das haben wir wirklich mehrere jetzt berichtet, dass sie irgendwie auf die Nase gekriegt haben. Geht auch offensichtlich nur, wenn ich viel zu hohen Einsatz dann in Position habe. Na, anders gelingt das nicht. Aber so von der Bewegung, der DAX jetzt, ich sag mal, nicht gravierend weiter abverkauft worden, das muss man ganz klar sagen. Und von der Eröffnung gerade mal 70 Punkte nach unten gemacht. Das ist nicht viel, weil er hat sogar mehr nach oben gezeigt als nach unten. Tagesschluss ist jetzt dezent tiefer, hat aber Docht und Lunte dran. Wir können mal einen Tagesschart gucken, sitzt am unteren Bollinger Band. Tageskerze wieder deutlich kleiner als das, was am Vortag war. Sehr interessante Stelle jetzt hier, ne? Tagesband, oben, unten, immer wieder wichtig im DAX, weil es Übertreibung einleiten kann. Ne? Wir haben das hier auch gesehen. Hier war der DAX auch schon mal relativ zügig ans untere Band ran. Da haben wir auch gesagt, dass er entweder dreht sich wieder hoch oder er geht halt unten richtig in die Übertreibung nochmal. Ne? Weil wenn er aus dem Band unten rausgeht, kann er übertreiben. Da ist er richtig noch ein Stückchen unten rausgegangen und hat hier gut was noch an Punkten weggelegt. Das wird es sich jetzt hier ebenso anbieten. Ja, also wenn der aus dem Tagesband weiter rausfällt, dann habe ich hier noch meine 13,75. Der traue ich trotzdem noch zu, dass ihn DAX auch gedreht kriegt. Aber perspektivisch mit jedem tieferen Tief, mit jedem tieferen Hoch, aktiviert der DAX einfach nach unten weiteres Bewegungspotenzial. Das muss man auch so vor Augen behalten halt, ne? Der hat hier definitiv noch Risiko und zeigt noch nicht viel Stärke. Wir kommen aber gleich im 2-Stunden-Chart drauf. Da ist schon ein bisschen was zu sehen und ich sage auch gleich, was noch kommen muss, damit das als Signal dann quasi wertvoll ist. Jetzt aber erstmal nochmal Negativszenario. 13,75 haben wir noch gesagt, ne? Die ist noch ganz interessant. Die kann auch, vielleicht, wenn er einen Dienstag hat er einen Turnaround probiert. Er hat den probiert, der war da. Er hat das probiert. Er hat runtergestochen und nach oben angezogen. Jetzt nochmal probiert, das Tief auszutesten. Also der Versuch umzudrehen, der war erkennbar. Wenn er jetzt zum Mittwoch das einfach nochmal probiert, aus dem einfachen Grund, weil er es zum Dienstag nicht hingekriegt hat, und er macht es jetzt früh nicht auf die 13,21, sondern vielleicht auf die 13,75 und probiert das dann nochmal, kann das durchaus auch nochmal klappen. Aber wenn da nichts kommt, dann ist ja die 13.000 dran, dann ist die 12.850 bis 12.800 dran. Ja, und dann können wir schon fast wieder über neue Jahrestiefs reden. Ja, also wichtige Stelle hier. Das ist ein wichtiger Bereich, der jetzt hier die Tage anlaufen wird und verteidigt werden sollte. Ja, sonst aktiviert sich der DAX unten raus richtig, 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 richtig noch Platz. Also auch auf der Ebene, wenn wir gucken, ne, was passiert, wenn dann auch neue Jahrestiefs kommen, ist schon noch gut Platz drin. Aha, also wichtiger Bereich jetzt hier. Unteres Tagesband, da will ich eigentlich sehen, dass er per Tagesschlusskurs versucht, das Band zu halten und wieder nach oben aufzudrehen. Macht das nämlich nicht, gleitet er jetzt unten aus dem Band raus, dann kann er auch eine Übertreibung nach unten einleiten. Ähnlich wie das hier gewesen ist. Auch wenn das keine schöne Bewegung war, ne, ohne Frage, aber kann in die Richtung dann gehen. Okay? So, jetzt gucken wir noch schnell in den 2-Stunden-Chart. Hier haben wir eine sehr, 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 sehr impulsive grüne Kerze drin. Eine sehr, sehr, sehr hübsche.
Normal ködert sowas eigentlich schon mal Käufer an. Die haben wir jetzt noch nicht gesehen. Kann aber bedeuten, dass wir sie in Anführungszeichen noch nicht gesehen haben und die jetzt zum Mittwoch kommen. Ja, also das ist auf jeden Fall eine grüne Gegenbewegung, wie wir sie die ganze Bewegung seit dem Hoch nicht mehr hatten. Also so eine grüne Kerze, so eine schöne grüne Kerze hat man wirklich hier in der Aufwärtsbewegung recht oft, aber hier nicht ein einziges Mal. Das heißt, hier ist jetzt sichtbar eine Veränderung im Bewegungsverhalten erkennbar gewesen, was die Amerikaner aber noch nicht aufgegriffen haben, ne, was aus dem europäischen Handel eher herauskam. Sollten die Europäer also zum Mittwoch anfangen, den DAX hochzutreiben, mit 13,75 oder direkt hier aus dem Stand, und die treiben den wieder hoch über die 2,80, dann wäre die 2,80 erstmal Widerstand von unten. Das heißt, die reagiert nochmal kurz nach unten. Geht der aber drüber, aktiviert er ein Umkehrsignal. Dann aktiviert er seine Umkehr und die Einleitung der Erholung. Ja, also oberhalb von 2,80 kann man dann durchaus auch wieder auf der Long-Seite aktiver werden. Ja, weil dann bestätigen sich die ersten Umkehrsignale einfach. Ziele bleiben dann bei 3,50, bleiben bei 4,45 und vielleicht hier dem Gap Close bei 5,40 rum. Ja, das wären die Erholungsziele, wenn er es über 2,80, 300 schafft. Muss aber auch erstmal machen. Ja, das kann er vom Doppelboden aus, kann er von 13,75. Tiefer, ja, sehe ich den eher abkleckern. Wegrutschen, weiter wegrutschen. Aber ich würde das nicht unterschätzen, dass hier echt eine heftig schöne, dicke, fette, grüne Kerze drin ist. Auch wenn sie noch nicht direkt fetten Anschluss gefunden hat. Ja, aber sie ist da. Sie steht im Buch. Und das sehen jetzt Verkäufer. Und da sehen jetzt auch Käufer, dass am Dienstagvormittag hier gekauft wurde. Dann ist es durchaus denkbar, dass das zum Mittwoch nochmal versucht, mit ein bisschen mehr Dynamik zu unterlegen. Ja, also würde ich auf der Seite einfach auch ein bisschen mit aufpassen. Ne? Das heißt, für diejenigen, die Short drinne sind, auch Short waren, vielleicht schon in der ganzen Bewegung Short waren, ist das auf jeden Fall ein, ich sag mal, so eine Art Achtungssignal, wo man dann wirklich aktiv auch ein bisschen schauen sollte. Ne? Ziehe ich vielleicht einen Stop-Loss an, mache ich vielleicht mal einen Teilverkauf, nehme ich vielleicht ein bisschen was von Short-Gewinnen mit, um einfach zu verhindern, dass, wenn der Markt hier wieder drüber springt, mir die ganzen Short-Gewinne dann letztendlich wieder nach hinten ins Kreuz fallen. Ja. Gut. Okay, damit würde ich sagen, belassen wir das hierbei. Ich wünsche euch wieder voll gutes Gelingen. Dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.